Also Wassermangel ist ja ein häufiges Problem auf der Wiesn. Entsteht dadurch, man trinkt viel Bier. Ja? Bier löst ein paar hormonelle Kreisläufe aus und dann fängt man das Pieseln an, wie der Bayer so sagt. Da muss man so oft zur Toilette, dass man irgendwann überhaupt gar nicht mehr genug Wasser im Körper hat für den Blutdruck. Dann fällt man um und dann kommt man zu uns. Was machen wir? Wir sagen Wassermarsch. Ja? Schnell wird eine Infusion gelegt und dann kriegt der Patient 1 bis 1,5 Liter Wasser. Dann kriegen wir den Kreislauf flott wieder auf Touren. Die meisten Bierleichen kommen einfach zu uns über unsere gelben Wägelchen. Die flitzen über das Festgelände und bringen uns dann die Betrunkenen hierher. Ja, hallo, was ist denn passiert? Ja, die junge Dame haben wir gefunden mit dem Packerzelt. Und wenn es dann sein sollte, dass es doch nur eine einfache Alkoholvergiftung ist, dann darf er auch bei uns ein paar Stunden bleiben, dass er wieder auf die Viers kommt und dass er schnell wieder nach Hause gehen kann. Großes Problem hier auf der Wiesn, Schnittverletzungen. Jedes Jahr haben wir ein paar hundert Schnittverletzungen zu versorgen. Deswegen, alle Damen, Ballerinas sind kein gutes Schuhwerk hier für die Wiesn. Und die Herren, stoßen Sie nicht ganz so fest mit dem Maßkrug an. Der Maßkrug ist dein Freund, nicht dein Feind. Der Gegenüber, mit dem willst du prosten und trinken, aber nicht dir die Schnittverletzungen zuführen. Wenn es dennoch ist, dann sehen wir uns und dann zack, zack, kleben wir oder nähen wir die Wunde einfach wieder zu. Ist nicht schön, muss aber dann sein in dem Moment. Und wenn Sie dann als Patient zu uns kommen und wir die Wunde nähen müssen, dann gibt es auch eine kleine Spritze mit Scandicain. Das macht die Haut taub und dann kann man prima nähen und die Spritze tut nur kurz weh. Ja, und auch zu Wiesn heißt es jedes Jahr wieder Bienvenuti amici italiani. Ja, unsere italienischen Freunde kommen zu Tausenden zu uns, ja, und darauf sind wir vorbereitet, ja, weil zu uns kommen die Kollegen aus Südtirol. Die sprechen Deutsch und Italienisch und sind dann unsere helfenden Hände in dem Moment, wo wir die italienischen Patienten versorgen. Das ist super. Halsschmerzen, Fieber, es geht uns schlecht, Kopfschmerzen, Husten, Schnupfen, all die Sachen, die wir eigentlich nach einem schönen Wiesnabend nicht brauchen. Da sollte man schon vorher anfangen. Vitaminreiche Kost, Vitamin C, ja, auch als Nahrungsergänzungsmittel, Ingwertee, ja, und die nötige Portion Ruhe, damit das Immunsystem, ja, gut gestärkt in die Wiesen gehen kann. Dann passiert Ihnen nichts.